We made it, Daniel. It's been a long time since I was here. When was that? Before you were born. Come here. Let me check you out. Claire likes everything super clean. Dad said she got pissed because he let me bring a snowball in the house. We don't want to look like total pigs. Und damit, liebe Freunde und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer etwas traurigen Life is Strange Anfangsfolge zu einer neuen Session-Aufnahme hier bei mir auf meinem Kanal. Mein Name ist Storm. Und falls ihr die letzte Folge gesehen haben solltet, dann wisst ihr ja, wir haben unseren besten Freund Trüffel verloren. Und ich bin ehrlich gesagt sehr traurig darüber. Eines Erachtens hat Trüffel uns natürlich gerettet von einem Puma. Und auf der anderen Seite bin ich echt traurig, dass wir ihn nicht mehr haben hier im Spiel. Dass er einfach nicht mehr unter uns weilt. Ja, ich hatte beim letzten Mal auch irgendwie einen Kloß im Hals gehabt. Es geht mir irgendwie jetzt auch gerade nicht irgendwie anders. Es ist ja auch schon wieder eine Zeit lang her, dass wir Life is Strange 2 gespielt haben. Mittlerweile ist auch schon Episode 3 draußen. Aber nichtsdestotrotz, es geht jetzt hier endlich auch wieder weiter. Und wir sind hier, glaube ich, bei der Tante, wenn ich mich recht erinnere. Und wir klingeln einfach mal. Es macht keiner auf. Or something. Ich glaube nicht, dass sie im Urlaub gefahren sind. Wir klingen noch mal. Yes, we hear you. I'm sorry, we don't want any of. Hello, Claire. Sean? Oh my. Is that Daniel? What's going on out here? I heard. Look who's here! After all this time. What the hell are you doing here? Steven, watch your mouth. Well, it's kind of a long story. Oh, you poor thing. You know he's sick, right? Yeah, but. Okay. Inside. Both of you. Nein! Die kennen wir doch, liebe Freunde, liebe Zuschauer. Die kennen wir doch. Oh mein Gott. Ihr wisst schon, aus welcher Episode wir sie kennen, oder? Ich sag bloß Superheld, Spirit, Triss. Also, mega geil. Quasi sind sie ja Nachbarn. Also heißt, dass Triss ja nebenan wohnt. Geile Sache. Einfach nur geiler Scheiß. Wie das alles hier miteinander zusammenhängt. Übelst geil. Merry Christmas. Und wieder eine etwas traurige Musik. Sieht alles sehr sauber aus. Oh je. Hey, is it warm enough for you? Oh yeah. Feels nice and toasty. I gave Daniel some cough medicine, but you should have taken better care of him. He could have been worse. You were lucky. Steven, may I talk to you for a second? Ja, das hätte echt schlimmer ausgehen können. Und ich glaube, jetzt werden sie bestimmt über die beiden reden. Vielleicht sind sie sogar im Bilde, man weiß es nicht. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit und die Gelegenheit, uns ein bisschen umzuschauen. Fenster ansehen. It's good to be inside. Es ist gut. Ja, das ist natürlich sehr gut drin zu sein. Let us stay the night. Feels so awkward to be here. Okay. I remember that. Ich hoffe ja. Used to be in the living room. Ich hoffe ja nun, dass sie uns nicht gleich wieder wegjagen oder so, oder die Polizei rufen.
Kill, siehst du? Kill. Sie sind im Bilde quasi. Ach du Scheiße. Sie wissen Bescheid. Ach du heilige Kacke. Ich hoffe nur, dass sie uns nicht irgendwie die Polizei aussetzen oder irgendwas in der Richtung. Shit. I'm so hungry, my belly hurts. Alright, Steven. Fuck. Did I make a mistake coming here? Are you all right, honey? You want more tea? Thanks. I'm good. Well, Sean, do you want to talk about... The police called us a few weeks ago. They're looking for you as... suspects in a homicide and for assault and robbery in a gas station? Now, if you want us to help you, did you hurt that police officer in Seattle? Nein, habe nicht. Ernsthaft? Verfluchter Schwachsinn. Ja, wir haben jetzt wieder drei Fragen hier zur Antwort. Wir haben diesen Polizisten im Seattle nicht getötet. Doch, eigentlich schon. Doch, wir haben ihn getötet. Oh Gott, wir haben ihn ja getötet. Und zwar unbewusst. Und zwar durch die Kräfte. Ach, scheiße, jetzt fällt mir das nämlich wieder ein. Das eine ist ja zu dem anderen, hat das eine hat zu dem anderen geführt und dadurch wurden die Kräfte quasi des Bruders, des kleinen Bruders freigelegt und schwuppdiwupp war der Polizist eigentlich auch schon irgendwie tot. Ja, wenn wir jetzt sagen, verfluchter Schwachsinn, lügen wir. Wenn wir jetzt fragen, ernsthaft, weiß ich nicht, was ich jetzt davon halten soll. Denn das wäre nämlich ja eine Gegenfrage und man soll ja eine Frage nicht mit einer Gegenfrage beantworten. Sondern wir geben einfach mal eine Antwort, ich weiß nicht. Und hoffen, dass wir auf diesen gleichen Nenner kommen. I don't know. I swear, I don't. Too much happened and I'm trying to figure it out. But all I know is that he shot Dad. And now he's gone. Oh, sweetie. We are so sorry for what happened to your father, but... Why did you run away if you're innocent? Ja, weil wir natürlich als Verdächtige dastehen, um Daniel zu schützen. Keine Wahl, ich bin ausgeflippt. Nee, komm, wir müssen bei der Wahrheit bleiben, so gut wie möglich. I didn't want Daniel to see Dad. Like that. I felt like I had to protect him. I understand, but... You know the police would separate us. Maybe forever. Daniel would end up in foster care. You can't be sure, Sean. Anyway, at least you've managed to come here alive. We're glad you two are okay. I hate to think what could have happened to both of you. You need to think of long-term solutions now. I tried. I swear. But I can't do everything. So, what are your plans? Es ist echt eine heikle Angelegenheit, liebe Leute. Das ist echt eine heikle Angelegenheit. Vor allen Dingen hat sie ja gar nicht mal so unrecht. Wir müssten eine langfristige Lösung finden. Und wir können ja nicht ständig unser Leben lang eigentlich auf der Flucht sein. Das heißt, wir müssen entweder uns irgendwann früher oder später stellen oder irgendwelche halt quasi auch Beweise liefern, dass wir... Ja gut, wir sind ja eigentlich teilweise schuld. Denn Daniels Kräfte sind ja durch den Tod von seinem oder von dem ihren Vater, wo er erschossen wurde von dem Polizisten, ja erst quasi auch erwacht.
Ja, und dieser ganze lange Weg war schon eine echt harte Tortur. Tja, lassen uns was einfallen, runter nach Mexiko. Ja, dieser Plan steht natürlich schon sehr, sehr lange im Raum, dass wir runter nach Mexiko wollen. Die Frage ist jetzt allerdings, sagen wir ihr das jetzt oder sagen wir ihr das nicht? Aber ich glaube, sie kann uns bestimmt helfen, oder? Die können uns helfen. Ich meine, die sind die Großeltern oder die Tanten oder Onkel. Verwandte. Ja, das sind einfach die Verwandten und ich glaube nicht, dass die gewillt sind, uns einfach da so ans Messer zu liefern. Also sage ich einfach mal die Wahrheit. Wir bleiben bei der Wahrheit hier. Go down to Mexico. To Puerto Lobos. Dad has a family house there. Sean, you can't run away from the law like fugitives. How can you look out for your brother if you're both running from the police? You two are gonna stay with us. Oh, Stephen. Maybe we should... After your mother left, your dad never really wanted us in your life. I can't blame him. But you're still part of our family, and we want to prove it, okay? Seriously? That's really nice, Stephen. Thank you. Okay, but we have to lay down the rules of the house. No mess, no noise, or no service. The biggest rule is keep your heads low around here. Beaver Creek is small and nosy. We can stay? Serious? Awesome! Ooh, Sean, guess what? There's a huge model train upstairs. Hey, you're supposed to be resting, young man. Yeah, yes he is. But he seems better already. Anyway, you and Daniel will stay here. At least until Daniel's better. We'll see what happens next. So, I bet you're hungry. Let me fix you something.